Tag ihr Lieben, komme gerade aus der Lok-Arena, habe mir dort das Spiel zwischen Lok Eisenach und dem FSV Behring angeschaut. Das ist der vorletzte Spieltag der Kreisliga gewesen, dort ist der Drops eigentlich gelutscht. Aufgestiegen sind wenigen Lobnitz und Kostenrode, abgestiegen ist Runder Ellen. Und es könnte, glaube ich, noch irgendjemanden treffen, der da unten drin steht. Auf keinen Fall unsere zweite Mannschaft, weil die hat eine starke Rückrunde hingelegt, ist dort Dritter in der Rückrundenwertung geworden und kann in dieser Form von der Rückrunde sogar davon träumen, nächstes Jahr den Aufstieg anzupeilen. Soweit sind wir aber noch nicht. Ich weiß, wie sie gespielt haben, ihr werdet es gleich wissen. Synchron wie das Wetter verlief auch das Spiel. Es fing beschissen an, wurde dann besser, hat aufgehört zu regnen. Hier haben wir Gregorius Leus, der versucht ein bisschen durch die Behringer Reihen zu tänzeln. Das gefällt denen gar nicht, deswegen holen sie den Jungen erstmal von den Füßen. Gibt natürlich Freistoß für die Lok. Gregorius schießt selber. Und zwar dorthin, wo er hin soll. Ins lange Eck. Steht 1:0 für die Lok nach 10 Minuten. Behring mit einem ersten Strafraumbesuch. Keine Gefahr. Den hat Lämmerhirt sicher. Wieder die Eisenacher. Eine der zahlreichen Abseitsentscheidungen. Ja, fällt den Leuten von der Behringer Bank natürlich gut. Da flottert man auch gerne mal mit der Lineswoman. Linesman geht ja wohl schlecht. Und hier geht's weiter. Hopf mit dem Ball nach vorne ins Mittelfeld. Wird abgefangen. Behring war eigentlich erstaunlich defensiv eingestellt, wenigstens in der ersten Halbzeit. Die sind nach vorne Safety First laufen. Das brachte die Eisenacher natürlich immer zum Agieren. Versuchte die zweite Mannschaft teilweise, wie auch die erste, mit Vorchecking zu spielen. Hier spielt Benny Meyer zwar den Ball, wird aber weggepfiffen. Das gefällt Nick Trott nicht, der kriegt aber das Wort entzogen, wird also seiner demokratischen Grundrechte beraubt. Dafür haben wir hier jetzt das Nachschlagen eines Behringers. Dafür hat es auch schon Rot gegeben. Das ist von einigen Schiedsrichtern schon als Tätigkeit gewährt worden. Nicht bei dem Sportfreund hier, der, glaube ich, aus Kreuzburg kommt. Name muss ich euch jetzt schuldig bleiben, weiß ich nicht. Er hat einige gelbe Karten verteilt, die allerdings alle für reklamieren. Eckball für die Behringer. Da kommt Kai Lämmerhirt raus. Klärt die Geschichte. Ein Schussversuch. Bleibt in der Abwehr hängen. Da hinten stehen sie wirklich sehr, sehr gut. Während im Hintergrund Güterzug vorbei poltert. Wieder eine Freistoßmöglichkeit. Da gehen noch mehr hin. Ja, diese Prophezeiung kann ich bestätigen. Aber nicht alle. Dagegen hier wieder die Lok. Benny Meyer. Torwart reagiert noch. Dann steht Gregorius Leus rum. Sagt sich, naja, wenn ihr nicht wollt, dann mache ich ihn eben rein. 2:0. Und noch einmal Behring. Sie versuchten es öfters aus der zweiten Reihe. Es brachte allesamt nichts ein. Erste Halbzeit wirklich zufriedenstellend verlaufen für die Lok. Frühes Tor gemacht, kurz vor der Pause nachgelegt. Ähnlich wie die erste. Zweite Halbzeit. Da schnuppern sie schon am Anschlusstreffer. Hier hat Lämmerhirt aufgepasst. Wieder eine der zahlreichen Abseitsentscheidungen, die den Eisenacher gar nicht geschickt hat. Hier ist Nick Trott. Der verarscht quasi die gesamte Behringer Hintermannschaft. Ich habe hier nur noch den zweiten Teil drauf, wo er den letzten Verteidiger und den Torwart aussteigen lässt und reinschiebt. Ja, dafür kann man sich auch mal die Schuhe putzen lassen. Warum denn auch nicht? 3:0 für die Lok. Der Trops war jetzt eigentlich gelutscht. Die Krähe tot, die Kuh vom Eis, wie immer ihr wollt. Sie spielten teilweise, phasenweise wirklich guten Fußball. Kann man nicht anders sagen. Hier ein Tritt gegen Selivanov. Der Junge kommt daher wie ein Hemd, aber fällt da nicht um. Ist schon erstaunlich. Ich habe mich entschuldigt, ist doch gut, Junge. Ah, war ein bisschen zu ungestüm. Kriegt auch keine Karte. Selivanov selber. Sein Tor hat ihm sichtlich gut getan, was er gestern, also am Tag vorher für die erste geschossen hat. Hier trifft er die Latte, das wird er sich auch von der ersten abgeguckt haben. Nochmal die Eisenacher. Sie hatten zahlreiche Chancen. Auch das eine Parallele zum Landesklassenspiel am Vortag. Wieder Selivanov. Wieder knapp am Tor vorbei. Und hier, ja, ich nenne es mal Kais Quotenklubs. Da spielt er den Ball dem Gegner in die Füße und das eröffnet ihnen eine Reihe von Chancen. Und hier verkürzt er zu 3:1 und bringen die Behringer unnötigerweise wieder ins Spiel, die auch kurz danach, 10 Minuten vor Schluss, noch das 3:2 erzielen.
Es wurde also in den letzten 10 Minuten sehr, sehr knapp. Wie gesagt, unnötig, da ärgert er sich auch am meisten. Und wieder Selivanov. Unerhörtes Selbstvertrauen. Und nochmal ein Schuss. Und das war's dann auch. Die Lok schaukelt den Sieg nach Hause. Gerade nochmal gut gegangen. Glückwunsch an die Lok zum 3:2-Sieg. Die Lok hat heute das perfekte SG-Wochenende klar gemacht. Nämlich sämtliche Nachwuchsmannschaften sowie erste und zweite Männervertretung. Alle haben sie gewonnen. Besser kann es nicht laufen. Ich entlasse euch in die nächste Woche. Ciao, ciao.